Hey Leute, willkommen zurück zu Spider-Man, ihr kleinen Netzschwinger. Wir sind jetzt hier in Ottos geheimem Labor, also Dr. Octavius. Und ich danke euch fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei seid und danke fürs Liken und Kommentieren letztes Mal schon. Falls ihr es getan habt, wenn nicht, okay, auch gut. Es werde Licht. Wow. Hat Otto das hier als Rüstkammer genutzt? Im Chaos des Gefängnisausbruchs hätte er hier gut einziehen können. Ja, einfach mal komplett von 0 auf 1000 Retard gegangen ist. Martin Lee. Das ist nicht mehr der Mann, den ich bei Feast kannte. Nee, absolut nicht. Otto und Lee kennen sich wohl schon weit länger, als ich dachte. Wie lange wohl schon? Dr. Octavius, vielen Dank für die Medikamente. Sie haben etwas geholfen, aber die Episoden werden weiterhin stärker. So schlimm war es seit meiner Kindheit nicht mehr. Ich verliere die Kontrolle. Gestern während Osborns Rede hatte ich beinahe einen Blackout. Ihn zu sehen löst Gefühle aus, die ich für lange begraben gehalten hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich noch so in seinem Schatten leben kann. Martin Lee. Ich meine, was hat er denn getan, dass er ihn so sehr hasst? Und es ist ja anscheinend schon länger mit den beiden, mit Octavius und mit Lee. Die kennen sich ja schon wohl eine ganze Weile, wenn man das so hier liest. Lee. Wer ist der Spider-Man? Ich glaube, Octavius weiß es eigentlich. Otto nahm wohl Nachrichten für seine Jungs auf. Doc Ock weiß es schon. Will ich mal behaupten. Martin, als mir klar wurde, dass du es die letzten Wochen auf Osborn abgesehen hattest, war ich schockiert und traurig. Aber dann fühlte ich mich nach und nach inspiriert. Du hast die tapferen Schritte unternommen, von denen ich nur träume. Und das ohne zu zögern. Ich bin geehrt, mit dir diesen Weg zu wahrer Gerechtigkeit zu gehen. Wow, wahre Gerechtigkeit. Also viele, viele Unschuldige umbringen ist wahre Gerechtigkeit. Cool, habe ich noch gar nicht so gesehen. Danke, dass mir da so ein bisschen andere Wahrheit oder andere Wahrnehmung hier aufgedrückt wird von den Jungs. Vollpfosten. Ottos Wut treibt ihn an. Das neurale Interface spornt ihn an. Aber sein Hass ist echt. Er würde die Stadt zerstören, um Norman zu schaden. Wenn wir nichts machen. Also ehrlich, soll er sich Norman schnappen und gut? Dann ist vorbei, oder wie? Irgendwie war Fisk wohl doch besser als alles andere hier. Aber ich wette mit euch, der steckt damit drin. Der ist da auch ein Drahtzieher. Der hat auch was gegen Osborn, hundertprozentig. Norman. Egal wohin ich schaue, überall sehe ich sein Gesicht. Er lächelt für die Kamera, sammelt Orden und drückt mir weiter den Stiefel in den Nacken. Warum sieht sonst niemand, wie egoistisch er ist? Wie rücksichtslos, wie böse! Wenn ich ihnen nur den Norman zeigen könnte, den ich kenne. Den hinter der Maske. Oh je. Ich glaube, du fängst gerade an, eine Maske zu entwickeln. Offenbar hat Otto Sable-Technologie auf Schwächen untersucht. Und die ist schon ziemlich gut. Diese blöden Rüstungen. Guter alter Rhino, mein zweitliebster Russe. Otto hat ein Mittel entwickelt, das Rhino aus seinem Anzug befreit. Eine gewisse Regierungsbehörde hat das jahrelang nicht geschafft. Aber Otto brauchte nur Tage. What? Der Typ ist halt echt ein Genie, oder? Alexei, ich habe deine Karriere interessiert verfolgt. Die Welt sieht dich als stumpfen Schläger. Ich sehe einen Krieger mit dem Herzen eines Dichters. Ich weiß, du willst den Kampfanzug entfliehen, der dich einkerkert. Hilf mir bei meinen Zielen, dann ist die Freiheit dein. Natürlich sagt er dann nicht nein. Es ist viel zu doof, um was anderes zu sagen. Mac Gargan. Auch genannt Scorpion, auch genannt dieser durchgeknallte Irre. Scorpion hilft Otto und kriegt dafür eine weiße Weste. Also weder Vorstrafen noch Spielschulden. Er ist 83er Jahrgang, der ist jünger als ich. Ach komm. Ja, Scorpion,
Also, dass Spidey den Stich einfach so weggesteckt hat. Ich meine, früher habe ich mal gehört, er hat ihn echt lange außer Gefecht gesetzt. Ich sage das nicht oft, Mr. Gargan. Aber Ihre Schulden zu begleichen war kniffliger als gedacht. Ihre Gläubiger sind anspruchsvolle Zeitgenossen. Aber sobald die Sache beim Wasserspeicher erledigt ist, sind die Verpflichtungen Geschichte. Otto Octavius ist ziemlich überzeugend. Wie krass, ne? Der war vorher so ein ganz bescheidener, vielleicht auch ein bisschen unsicherer Mensch und jetzt ist er so voller Selbstbewusstsein und so, ja, schon ziemlich egozentrisch sogar. Genau das Gegenteil von dem, was er vorher war. Der alte Vulture. Mit ihm hatte ich es hier am häufigsten zu tun. Was ich total lustig fand übrigens, der hat nur auf die Mütze bekommen bei dem Kampf, wo Spidey sich mit den anderen allen angelegt hat. Er hat nichts gemacht, er hat nur auf die Nase gekriegt, Vulture. Von der Stromquelle für seine Flügel bekam er Krebs. Und Otto entwickelt ein experimentelles Heilmittel für ihn. Das ist ja schade. Adrian, welch bittere Ironie, dass deine grandiosen Flügel deinem Körper so grauenhaft mitspielen. Zum Glück arbeitest du jetzt für mich. Wenn unsere Arbeit beendet ist, wird dich meine Behandlung heilen. Noch wirst du die irdische Verstrickung nicht lösen, mein Freund. Sag mal, diese Entwicklung ist, finde ich, fast schon ein bisschen zu krass, aber ich meine, irgendwie muss man es ja auch. Ich meine, Octavius ist ja, was war er denn? War Chemiker, war Ingenieur, war Mediziner, er ist ja irgendwie alles jetzt auf einmal, Virologe vielleicht. Alles, er ist alles. Onkologe, alles, er kann alles heilen auf einmal, oder wie? Electro steht voll unter Strom. Ich meine, warum jetzt? Wenn er vorher schon so fähig war, warum hat er es dann nicht irgendwie geschafft, seine Forschung zu finanzieren? Electro erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Cole. Kennt er? Electros großer Traum ist es, reine Energie zu werden. Doc hat seinen Anzug so modifiziert, dass er dem Ziel ein Stück näher kommt. Paul McGrath, kennt er? Ist echt ein gutes Spiel eigentlich. Max. Ich hielt dich für verrückt, als du mir deinen Traum anvertraut hast. Reine Energie? Doch als ich mich näher mit dem Problem befasste, fand ich einen Weg, unser beider Wünsche zu erfüllen. Ich verspreche dir, wenn wir fertig sind, bist du reine Energie. Oder so nah dran, dass der Unterschied irrelevant ist. Na toll, ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich unpraktisch vor. Du kannst ja nichts mehr anfassen, ohne es zu entladen und... beziehungsweise ohne es zu überladen vielleicht. Elektrogeräte gehen schon mal gar nicht klar. Was ist das denn? Nennt man Karte. Das ist wohl Ottos Planungskarte, aber sie ist leer. Sofern ich hier nicht etwas übersehe. Hast du nicht irgendwie Infrarot oder so ein Quatsch? Ach, das Licht. UV-Licht? Hm, ja, ich meine, das ist passiert. Ja auch irgendwie... ja, logisch, ne? Wie kriege ich diese Lampe an? So, das Kabel. Wow, das sind natürlich gleich riesen Schächte hier. Geschafft. Versteckte Markierungen. Otto hat den Schurken befohlen, Oscorp-Gebäude in der Stadt zu zerstören. Er will Normans Imperium Stück für Stück zerlegen. Projekt Icarus, ja? Weißt du, was mit Icarus passiert ist? Lee soll sich das Teufelsatem-Antiserum holen. Mit etwas, das Icarus heißt? Icarus, der Sohn von Daedalus. Ist mit seinen selbstgemachten Flügeln zu nah an die Sonne und dann ins Meer gefallen und ertrunken. Was will Vulture auf dem Times Square? Ich muss wachsam bleiben. Electro zerstört Oscorp-Kraftwerke. Ja, das ergibt Sinn. Offenbar endet der Plan mit einem direkten Angriff auf Oscorp. Und wohl auch auf Norman. Rhino soll zu den Gebäuden an der Küste. Welches greift er zuerst an? Und warum?
Scorpion vergiftet wohl den Wasserspeicher der Stadt. Der gehört ebenfalls Oscorp. So, noch was? Da leuchtet noch was. Die haben wir schon gehört, glaube ich, oder? Oscorp schlängelt sich durch die ganze Stadt. Strom, Kommunikation, öffentliche Sicherheit. Normans Unternehmen ist unverzichtbar, doch auch zerbrechlich. Falls es Icarus, das ist es! Hallo, Spider-Man. Oh nein. Wir wurden uns nie richtig vorgestellt. Ich bin Otto Octavius. Es gibt kein Icarus, oder? Nein. Martin braucht keine Hilfe, um das Antiserum zu sichern. Icarus war ein Trick, um dich in Position zu bringen. In Position? Ja, Bombe, dachte ich mir. Na! Willst du mit? So erfrischend für einen Mann wie Octavius zu arbeiten. Notfallpläne für die Notfallpläne! Hey! Pete? Bist du okay? Was ist da los? Viel Verkehr! Hör zu! Die will unbedingt das Antiserum. Wir müssen Oscorps Teufelsart im Labor vor ihm finden. Bin schon dabei. Ich sehe mir sämtliche Baugenehmigungen an. Wenn ein Labor dabei ist, werde ich es finden. Na toll! Okay, bis bald, MJ! Fehlgeschlagen? Hat ihn geschwächt. Zeit für Plan B. Okay, Elektro. Teamwork ist wunderbar, oder? Unerreichbare Ziele werden erreichbar, wie Spider-Man zu töten. Das war beinahe herzerwärmend, Elektro. Der Knast hat dir richtig gut getan, hm? Au. Oh, das ist meine Ladung. Wie? Du bist dran! Hey, Elton! Ich bin Spider-Man! Was soll dieses Gebrabbel? Keiner kapiert meine Witze! Unsere Fehde endet heute, Insekt! Fehde? Ich dachte, es wäre ein Geben und Nehmen! Mann, da habe ich echt was missverstanden! Zwei, ihr Schisser! Das ist meine Chance. Aha. Meinst du? Nicht so schnell! Du bist dran. Wo mir nichts kann, dieser Walcher. Spider-Man! Ich muss dich vernichten! Okay, Cole. Super! Du hast meinen Witz kapiert! Damit versüßt du mir wirklich den Tag! Danke dafür! Mal im Ernst, es war schöner, als ihr Einzelgänger wart! Verwirf, wie
weit man mit Teamwork kommen kann, was? Der Elan der Jugend, die Weisheit der Erfahrung, eine gute Paarung. So wie Öl und Wasser, klar. Wie kann man nur so weit daneben schießen? Lass mal deine Schaltkreise prüfen. Dir ist klar, dass ich nur mit dir spiele, oder? Nicht mit deinen Trafos, du Pfeife. Yeah, schnell. Mach dir mal gegenseitig. Ist gut. Das sind solche Vögel. Also, Vulture auch, aber... Elektro, das sind solche Idioten anscheinend. War das jetzt falsch? Nee, jetzt mal ernsthaft, habe ich dich geschrieben. Ist falsch gemacht? Ich hab doch Kreis... What? Ich verstehe das nicht. Ich hab wirklich... ja. Die beste Ausrede. Ich hab gedrückt, das Spiel ist schuld. Nee, irgendwas hat wohl nicht gepasst. Nee. Jetzt. Er hat keine Chance. Ja, wir packen das. Ich will ja nicht unken, aber irgendwie schätzt ihr Typen diese Situation völlig falsch ein. Dann legen wir mal los. Nur noch einer übrig. Und das ist die größte Lusche von allen. Wie oft haben wir diesen Tanz schon aufgeführt, Adrian? Ein Dutzend Mal? Zwei? Einmal zu oft. Das hier ist dein letzter Walzer. Nächstes Mal bist du dran. Ja. Nicht so schnell. Oh, buhu. Was ist los? Elektro wurde geerdet. Spider-Man nehme ich an. Wenn du die Stadt wirklich liebst, dann hilf mir, ihr zu zeigen, was für ein Verbrecher Osborn ist. In dem Unschuldige sterben? Ich hätte wieder für Ordnung gesorgt. Sie sind krank. Sie brauchen Hilfe. Ich habe schon genug Hilfe. Und wir hören erst auf, wenn Norman bestraft wurde. Ja, wie gesagt, es ist halt nicht Doc. Das ist wohl sein schizophrenes Ich. Sein anderes Ich. Ich hasse es, wenn sie sich verbünden. Ich muss durchatmen. Na, aber zwei auf einmal hat er schon mal erwischt. Ich meine, das ist mehr als wahrscheinlich so viele andere hinkriegen würden. Diese Silver Sable, die können ja mal gar nichts.
Die können ein bisschen rumballern. Was haben die schon erreicht? Die nehmen Zivilisten fest. Wow. Geblitzel nervt irgendwie ein bisschen. Oh Mann. Ich möchte das gerne mal wegmachen, weil mich nervt das gerade etwas. Warum ist... War Anzug nicht angeblendet. Blitzentladung, dafür nehmen wir... Oh, das hier ist Licht. Kann ich noch nicht von der Story. Enthüllt nahegelegene geheime Fotolocations auf der Minikarte. Geheime Fotolocations. Explosions- und Raketenschaden. Nee, das ist ja doof. Reduziert die Dauer unter Strom. Erhöht den Schaden, wenn deine Gesundheit über 100 beträgt. Ja, das ist gut. Nehmen wir mal. Können wir immer noch nicht leisten. Ja, ich brauche noch mehr Verbrechen. Ja, ich habe eben gerade wieder Punkte ausgegeben. Ich habe es gemerkt. Oh, beides Verbrechermarken, ne? Nee, lass mal. Ich muss Juri Bescheid sagen. Hm. Verbrechen es hier noch gibt. Guck mal, alles noch 0 von 5, 0 von 5. 2 von 5. Ich mach erstmal ganz kurz die Basis noch hier von Silver Sable und dann ist ja eh wahrscheinlich Ruhe mit den Idioten. Dann haben wir wieder alle Basen oder Bases, alle Basenpaare. Der sieht's nicht. Ich muss Juri Bescheid sagen. Mhm. Juri, Vulture und Electro sind erledigt. Jetzt noch 4. Hab's gesehen. Und dein Dach am Times Square ist explodiert. Hat nicht zufällig damit zu tun, oder? Dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Juri! Es klingt verrückt, aber die Sable Agents verhaften Personen und rauben sie dann knallhart aus. Du meinst Beschlagnahme von Vermögen? Das machen Drogendealer, Mafiosi. Ja, aber sie machen das bei Leuten mit fetten Autos oder Schmuck. Was sie zu Kriminellen macht. Behandle sie auch so. Ich. Was schon, im Prinzip ist es ja Selbstjustiz, wenn wir das machen, ne? Komm schon. Aber kann ich mir vielleicht das, ich lass mal lieber das mit dem Combo-Timer. Wo war das denn? Das hier. Nee, das war das Zeitverlangsamen. Geräteauffüllung? Nein. Was war, wo war das denn? Plasmaentladung. Mehr Fokus. Zeit ausweichen erhöht. Bla. Bescheuert?
Achso, hier, absorbiert eingehende Schaden. Ja gut, das war schon richtig. Oh, hey Jungs von der Verstärkung! Eure Chefin hat gerade gesagt, ihr solltet den Rest des Tages freinehmen. Ich schwör's! Agent verwundet! Schlechte Nachricht, mehr Sable-Typen. Gute Nachricht, gibt's keine. Vorsicht! Wie kann man diesen Typen besiegen? Spider-Man, die Einheit hat schon mal auf eigene Faust gehandelt. Sable International hat keine Zeit dagegen vorzugehen. Aber es ist illegal, wenn wir es tun. Ich wollte sie sowieso fertig machen. Aber so ist es noch lustiger. Danke. Na toll, noch mehr von denen. Ich würde mich ja ergeben, aber nur, wenn ich auf dem Weg zum Knast die Sirene anmachen darf. Ja, hast du gemerkt, ne? Jungs kriegt einfach nicht genug. Sagt Silver Sable, ich bin nicht interessiert und sie soll aufhören, mich zu stalken. Warum? Ich wollte den Fliegenden. Wo sind sie denn? Mal im Ernst. Was hattet ihr denn erwartet? Ah, da. Das war echt übel. Hi, Kinder. Danke dir, Spider-Man. Hilft raus. Schmeiß sowas. Captain, die Leute sind alle draußen und haben ihr Eigentum wiederbekommen. Gut. Und Sable International schwört, dass die Einheit angezeigt wird. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja. Ach, von wegen. Die schwören. Also würde ich das sofort glauben, wenn die was schwören, weißt du? So, 2 Punkte. Ich brauche nur noch 2, dann habe ich alles. Schlag, Takedown. Gegner in der Nähe zurückgeworfen werden. Ja, das ist... Bodenschlag. Was ist das eigentlich mit... Oh, drücke beim Absprung von einem Gegner oder im Luftkampf. Ach, das habe ich jetzt noch gar nicht benutzt. Ich habe immer gedacht, ich mache das zufällig, wenn ich Quadrat... Okay. Jetzt weiß ich das. Spider-Man, gute Nachrichten. Der Bürgermeister greift bei Sable International durch. Keine Verhaftungen in New York mehr ohne Gerichtsverfahren. Wahrscheinlich nur aus Angst vor schlechter Presse. Endlich mal ein klarer Sieg. Also nicht wirklich. Das Fußvolk bei Sable ist sauer, weil du den Agents das Geschäft verdorben hast. Die haben dich jetzt noch stärker im Visier und keiner kann sie stoppen. Na toll, die Penner. Mittlerweile stresst es mich mehr, wenn keiner mich fertig machen will. Sollen sie kommen, ich bin bereit. Na geil.
Kriegt's aber immer ab, der arme Kerl. Wie gesagt, der einzige Held, der hier was macht. Wo ist die Justice League? Tut mir echt leid. Wo war ich? Oh ja, dir entgeht nichts. Das war Octavius' Rüstkammer. Er will mit den Superschurken Oscorp zerlegen. Vulture und Electro sollten Kraftwerke lahmlegen. Scorpion holt sich den Wasserspeicher. Rhino weiß ich noch nicht. Hol etwas an der Küste. Das ist schon ein guter Anfang. Du gehst dir wohl Scorpion holen. Ja, die Lage in der Stadt ist schlimm genug. Ohne sauberes Wasser sind wir am Ende. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Hört sich gut an. Halt die Schnauze. Hier gar nichts zu melden, Jungs. Nicht mehr lange zumindest, hoffe ich doch. Der Boss braucht einen Lagebericht für Sutton Place. Zentrale, wir nehmen Zivilisten fest, die sich weigern, bei der Spider-Man zu helfen. Ist ja alles mittlerweile Slum quasi. Hey Pete, alles okay? Das wollte ich dich fragen. Mir geht's gut, aber du und May seid mittendrin. Viel zu tun, aber die Leute brauchen uns. Und ich tue lieber was, als abzuwarten, bis jemand kommt und das in Ordnung bringt, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber ihr müsst euch schützen. Maske und Handschuhe. Und macht auch mal Pause. Das gilt besonders für May. Dass da nur noch ein paar Fußspuren waren, hatte ich dich eingespannt. Zwingen, wenn sie nicht will. Aber ich tue mein Bestes. Danke, Mainz. Grüß May von mir. Passt auf. Ich greife an. Alter. Was ist hier los? Was? Nee. Ja, ist auch egal. Das Able nie trauen sollen. Sie ist zu weit gegangen. Nee, nee. Sowieso nicht. Hey, die Zeitungsautomaten. Hier gibt's gar keine mehr. Gepanzerte Streife unterwegs. Keine Spur vom Hauptziel. Hier goes the neighborhood. Da geht die Nachbarschaft hin. Also, da geht's hier dahin. Also im Negativen. Das nervt, dass die mich immer im Visier haben. Hey, wird daraus ein Roboter? Die private Sicherheitsfirma sollte doch begreifen, dass ich die Stadt sicherer mache. Silver Sable kauft diese Typen offenbar im Dutzend. Auf jetzt.
Jetzt ist mal gut. Mit einer scheiß Rüstung. So, gibt's noch was? Ich war gleich mit dem Sniper hier. Das sind alles so gute Schützen auch noch. Ich meine, guck mal, wie schnell Spidey ist. Ist es nicht schrecklich, dass ich kurz überlegt habe, Sable für die Häftlinge im Stich zu lassen? Okay, ein bisschen schrecklich. Ich stoppe sie lieber. Sable-Typen. Meine Netze scheinen die irgendwie anzulocken. Für die Aha. Ja, es gibt zwar nur einen Punkt, das ist immer so unterschiedlich. Auf zu schießen, ich muss mal die Kunststücke machen. Alle Einheiten haben eine Geiselnahme. Entflohene kapern einen Bus. Officer in Yorkville benötigt. Wir haben Probleme, alles vorzubereiten. Ein Officer, weißt du? Besser weg hier. Sobald die mitkriegen, dass es keine Flucht von der Insel gibt, sind sie zu allem fähig. Hey, wenn du so dringend Freunde brauchst, dann komm ich vorbei. Vergesst die Geisel! Hol Spider-Man! Du wirst nur leben zu bleiben! Hey MJ, was gibt's? Alles okay? Ja, ich gehe gerade auf Kopfakten durch. Hey, das ist völlig zusammenhanglos, aber weißt du noch, als wir mit Harry hätte die 20 kriegen sollen? Wegen der besten Pizza der Stadt? Ja, 10 Stunden unterwegs für schwarzen Toast mit kaltem Käse. Wie könnte ich das vergessen? Diese Helden aus Kopfakten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwinden. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur... Der Wasserspeicher. Aber wo ist Scorpion? Das sehe ich mir genauer an. Was, MJ? Wie ich es einfach mal abgewürgt habe. Ich nochmal, MJ. Ich glaube, du hattest von dem Ausflug gesprochen, als wir mit Harry in Staten Island waren. Wie bist du darauf gekommen? Diese alten Oscorp-Akten haben mich irgendwie an die Fahrt denken lassen. Harry war so aufgeregt wegen der Fähre. Ich musste daran denken, wie viel einfacher damals alles war. Keine Jobs, keine Superschurken. Wir konnten einen ganzen Tag für schlechte Pizza verschwenden, nur so. Und jetzt scheint die Welt zu zerfallen, wenn wir nur Pause machen. Ja. Es ist hart, erwachsen zu sein. Aber unsere Arbeit sorgt dafür, dass andere Kids auch Abenteuer auf Staten Island erleben können. In Sicherheit. Kreislauf des Lebens. Kreislauf schlechter Pizza. Ja, du hast recht. So sollte man das wohl sehen. Danke, Pete. Komisch aus.
Noch ein Mann K.O. Und jetzt? Ob die Wohnungsbesitzer Sable Miete für die Wachen auf dem Dach berechnen? Alle Einheiten 1051. Ja, ich brauche Verbrechermarken, Leute. Ich muss das machen. Auch wenn es nicht zur Hauptmission gehört, aber... Ich muss den Konvoi stoppen. Seid ihr betrunken oder nur dämlich? Ich verteile dich auf der Bildschirmscheibe! Hab den Typ ledig gemacht. Endstation! Schon. Und okay. Deswegen habe ich nie einen Führerschein gemacht. Und wegen des Netzschwingens. Schickt Lee jetzt schon Zivilisten hinter mir her? Ich rufe dem Kerl einen Krankenwagen. Hoffe, die können ihm helfen. Jameson hat nur Mist erzählt. Ich meine, es ist ja nicht so, als es wäre ja sowieso schon die Hölle los. Komm, das reicht wieder nicht. Ist schon wieder so spät. Diese ganzen Verbrechen hier. Guck mal, schon wieder. Wenn ich das jetzt hab, dann ist halt vorbei, ne? Sie haben die Grenze überschritten. Das werde ich auch. Netzbombe. Ich hab gedacht, ich hab die normalen. Sable gerät außer Kontrolle. War es Ihre Idee, Zivilisten zu verhaften? Oder Normans? So, was haben wir? Oh, schon wieder. Maskierte Terroristen haben wohl eine Bombe. Der nächste Officer bitte nach Robin. Es geht so schnell. Ein Verbrechen vorbei, schon ist das nächste am Gang. Im Gang. Verbrechen in Gang 3, bitte mal sauber machen. Officer, wir dürfen uns nicht mehr so treffen. Sag das den Dämonen. Nächste Bombendrohung. Bekommst du das hin? Deaktiviere das Hauptgerät und anschließend die Nebengeräte mit dem Schlüssel. Mach ich. Ich melde mich dann bei Ihnen. Easy. Nicht nochmal! Nicht mit mir! Erledigt ihn! Dämon besiegt. Auf zur Bombe. Ich muss halt eine Bombe entschärfen und die schießen auf mich. Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Ich habe ja Zeit. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre ich gerade unter Feuer hier. Ich finde das witzig. Hm, ja.
Oder doch? Was mache ich denn da? So, der Schlüssel. Ah, ich war irgendwie gerade ein bisschen verwirrt, warum auch immer. Eine geschafft. Aber der Timer daneben unten läuft. Ich muss sie schnell entschärfen. Ach so, jetzt muss ich einfach nur klicken. Also einfach nur draufdrücken, oder wie? Die Super Easy Bomber aus dem Yps-Heft. Da muss man nicht viel machen. Das war's. Gute Arbeit, cool. Leute. Das mache ich doch gern. Ich auch. Ich mache das auch gerne. Nächstes Mal geht's weiter. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns. Ich habe hier noch eine Forschungsstation nicht. What? Auf jeden Fall bis dann mit Spider-Man. Macht's gut. Ciao.